Es gibt eine Autospezies, die wegen ihrer Vielseitigkeit einfach unglaublich beliebt ist. Das SUV. Angeblich ein wahrer rollender Alleskönner. Ob es stimmt, wird Grip heute checken und nimmt dazu zwei Fahrzeuge aus der Kategorie der kompakten SUV unter die Lupe. Niki Schelle fährt heute einen heißblütigen Spanier, der die Riege der automobilen Multitools aufmischen will. So Leute, das ist der neue Cupra Formentor. Ich muss ganz ehrlich sagen, er kann sportlich, er schaut gut aus, er kann dynamisch, er kann Platz, er kann vielleicht sogar Offroad. 310 PS und Allradantrieb, das ist mega. Mit dem bin ich der King im kompakten SUV-Bereich. Ich bin heute hier auf der Rennstrecke am Bilsterberg. Aber ich bin nicht alleine, ich habe einen neuen Rennfahrerkollegen hier mit dabei und ich bin mal gespannt, was der drauf hat. Servus, Niki. Jan, servus. Alles gut? Klar. Läuft, oder? Ja, läuft alles. Mein Name ist Jan-Erik Sloten. Ich bin 36 Jahre alt, wohne in der Nähe von Düsseldorf im wunderschönen Örtchen Neuss. Ich fahre Autorennen, betreibe Motorsport, seitdem ich 5 Jahre alt bin. Go-Kart, Formel, Tourenwagen, das Übliche. Und zurzeit betreibe ich einen YouTube-Channel, fahre noch weiter Autorennen. Aktuell im Porsche Carrera Cup, 24-Stunden-Rennen Nürburgring bin ich auch gefahren. Und jetzt bin ich hier. Ja Jan, du bist ja bei uns neu dabei, aber das Fahrzeug ist nicht neu. T-Roc R, hey, den gibt es ja schon seit Jahrhunderten. Ne? Platzhirsch, mein Freund. Ja? Plätzchen, Hirschchen vielleicht, darf ich ganz ehrlich sagen. Das ist das, was geschlagen werden muss. 310 PS und 300, oder? Ja, das ist doch kein Problem. Du meinst, wird das was? Ja, du bist doch schwerer. Das Auto hier ist so 80 Kilo schwerer. Ja, Windschnittiger, schau dir mal das Design. Und du hast wahrscheinlich voll getankt noch, so wie ich dich kenne. Ja, das kann ja auch mal ein bisschen länger dauern. Ich fahre natürlich nur mit Minimalsprit, ist ja klar. Ja, ja, gut. Das ist jetzt mal ganz egal. Als allererst schauen wir mal, wie stehen wir sie im Futter. Machen wir mal einen Drag Race. Wir sollten gucken, wie viel reinpasst. Soll ja ein Multitool sein, ne? Allrad haben sie beide. Das wird mein Punkt, brauchen wir gar nicht weiterreden. Schnelle Runde. Ganz genau. Ah. Und natürlich Design, Optik. Allzweckwaffe ist ja das Zauberwort, ne? Und ich glaube, mein Auto kann alles irgendwie sehr gut. Also am Ende wird es der Sieger sein. Ja, dann werden wir schon sehen, wer der bessere kompakte SUV ist. Okay, das wird ein harter Tag. Ja. Du wirst meinen Staub fressen, nicht nur im Offroad-Gelände. Ja, ja, feuerfrei. Bis später. Ciao. Zuerst geht es auf den Dragstrip. Stehender Start. 400 Meter Vollgas. Wer als erster über die Ziellinie fährt, bekommt den ersten Punkt. Drag Race am Anfang ist natürlich schon immer gleich interessant zum Wissen, wie schlägt er sich. Da sieht man gleich den direkten Vergleich. Es ist eigentlich auf Augenhöhe. Ich bin echt gespannt, was passiert. Ich werde den Schelle einfach abledern. Fertig. Das wird eine einsame Nummer, glaube ich. Ich bin echt überzeugt von dem Auto, muss ich sagen. Den haben wir im Griff. Aber du hast auch 10 PS weniger. Ja, das ist egal. 10 PS, die merke ich nicht. Der Schelle ist ja auch schwerer als ich. Weißt du? Der hat die Karre 80 Kilo mehr und der wahrscheinlich auch noch mal 10. Kein Problem. Also, läuft alles? Hi. 3, 2, 1, 2. Start verpennt, scheiße. Jawohl, ich bin vorne, ich bin vorne, ich bin vorne. Hey, hey, hey. Er kommt näher, er kommt näher. Jetzt aber. Ah, am Ende kommt man nochmal nach. Nein, er kommt viel näher, er kommt näher. Ja, da würde ich ganz ehrlich sagen, der Punkt geht an mich. Die Reaktionszeit von dem alten Opa ist nicht schlecht. Ha, was? Start verpennt. Jetzt muss ich ihm noch mal eine Frage stellen. Also du bist ja Rennfahrer und du fährst mir wirklich sehr schnell auf den Punkt weg. Was hat dich aus der Fassung gebracht? Das ging mir alles zu schnell. An irgendeiner Dame gedacht, an irgendeiner... Nee, ich war gerade angeschnallt, habe ich noch einen erzählt und dann fing er auf einmal mit dem Countdown an. Also, läuft alles? 3, 2, 1, 2. Oh, Start verpennt, scheiße. Aber wir wollen ja wissen, welcher der beiden Kontrahenten zieht besser durch. Also gibt es einen zweiten Versuch. 3, 2, 1, 2. Mein! Ha! So läuft er nämlich! Der zieht mir weg, ich
Ich kann mich ja nicht mehr im Windschatten halten. Ich kann mich nicht im Windschatten halten. Ja, jetzt nimm doch noch Windschatten. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen gesabbert beim Reden. Die Nervosität, die Aufregung. Ich bin auch bekloppt. Das läuft immer nicht so schön. Ich komme nicht mehr im Windschatten hinterher. Hör mal, Reaktionen lassen nach beim zweiten Mal, oder was? Ah, da freut sich einer, oder? Ich komme nicht mehr im Windschatten hinterher. Was ist denn da los? Das ist mein Mäuschen hier. Das läuft richtig. Das läuft nicht schlecht, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Also, es ist Wahnsinn. Für mich war es wirklich eine Überraschung. Meiner hat 310 PS, der T-Roc ja nur 300. Ich habe mich ja wirklich im Windschatten nicht halten können. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt im Windschatten wirklich hinterhergeschossen bin. Ich könnte mir vorstellen, dass die 80 Kilo, die das Auto einfach mehr wiegt, könnte ein Thema sein. Und ich muss einfach sagen, der hat ja angeblich 10 PS weniger, der T-Roc, aber der geht richtig gut. Ganz ungern werde ich sagen, der Punkt geht an... Ach, Niki, ich habe aber gehört, du bist ein guter Verlierer. Ja. Das ist ja nur die erste Challenge. Es kommen ja noch weitere. Es geht weiter. 1-0 für den Tiro. Cupra Formentor. 310 PS, 4,9 Sekunden von 0 auf 100. Abgeregelt ist das Ganze bei 250 km/h. So, jetzt auf der Geraden lassen wir mal die 310 Pferdchen raus. Läuft! Läuft, 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 marschiert und geht! Wir haben ein 7-Gang-DSG-Getriebe. Das Fahrzeug wiegt ein bisschen über 1,6 Tonnen. Ist schon ein bisschen was. Ich habe eine große Brembo-Bremsanlage. Das merkt man natürlich gut zu dosieren. Der macht von außen schon so auf dicke Hose. Die Lackierung dazu macht auch noch Attacke. Und echt für mich die Felgen, da wo ja dann so die andere Farbe so reinkommt, das ist schon nicht gerade Understatement, das kann man so sagen. VW T-Roc R, 300 PS, 4,8 Sekunden von 0 auf 100, bei 250 km/h abgeriegelt. Ja, SUVs versprechen ja alles zu können und die Gefahr ist natürlich immer, du versprichst alles zu können, dann ist es oft so, dass du alles so ein bisschen kannst, aber nichts richtig. Du hast hier ein Fahrwerk drin, was auf der Rennstrecke funktioniert, was auf der Straße Komfort bringen soll. Wenn man das alles berücksichtigt, ist es schon echt gut, was die Jungs hier zusammengebaut haben von VW. Und ich bin mal gespannt, wie wir hier mit unserem Schätzchen abschneiden gegen den Cupra Formentor von Niki. Ja, macht schon Spaß, muss ich sagen. Geil. Ach, herrlich. Funktioniert extrem gut, also für so ein SUV. Jan, in der nächsten Challenge geht es jetzt um die Fahrzeuge, Styling. Ich glaube, da werden wir zwei ewig um einen anstreiten, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Ich würde ganz ehrlich sagen, wir befragen unser Publikum. Die ja. Grip-Community soll abstimmen. Und unser Star in Sachen Instagram und alles ist ja der Jan. Und ich eher nicht so. Ich gehe ein bisschen zurück, erkläre, was wir für Fahrzeuge haben. Du darfst vorlegen. Ich darf vorlegen, ja, dann mache ich das mal. Hallo Leute, Niki und ich am Bilsterberg. Wir haben hier zwei wunderschöne Fahrzeuge. Den Formentor von Cupra und den VW T-Roc R. Und genau. Ihr müsst jetzt abstimmen, was ist das schönere Auto, was genau. Ist das geilere Design. Zeig mir mal eine Runde ein bisschen rum oder sowas. Ja, das sieht schon anständig aus, muss ich sagen. Genau. Der ist doch schon mal, wenn man es so anschaut, hinten auch eine Wucht. Hier, die Abgasanlage, genau. Macht einen schlanken Fuß. Aber der Cupra auch nicht schlecht. Genau.
Ja, ist schon sexy. Genau. So wie der Niki. Genau. Ihr wisst natürlich nicht, wer was wie fährt oder sowas, denn es geht ja wirklich nur um die Fahrzeuge. Also abstimmen und das Ganze genau. Jetzt. Design entscheidet, ihr entscheidet. Welches Auto wird von der Grip Community besser bewertet und bekommt dafür einen Punkt? Das Ergebnis gibt's erst später. Denn jetzt geht es für Jan und Niki mit ihren rollenden Multifunktionswerkzeugen erstmal zu einer echten Einsatztruppe. So Jan, unsere beiden Geräte gehen auf jeden Fall mal wie die Feuerwehr, sind sie aber so flexibel einsetzbar wie die Feuerwehr, kann man sie auch gut beladen, kann man genügend Leute mitnehmen, das wollen wir jetzt rausfinden. Wir testen's. Du hast ja genug Erfahrung. Genau, ich war ja schon Feuerwehrmann, 21 Jahre, aber jetzt sind wir bei der Freiwilligen Feuerwehr hier in Steinheim und jetzt schauen wir mal, was hier so abgeht. Servus. Hi. Servus. Hi. Hi. Servus. Moin. Hi. Servus. 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 Wir stellen uns jetzt einfach vor, wir wollen zum Einsatz fahren. Was brauchen wir alles, um euch auszurüsten? Ihr seid zu viert. Wir nehmen das Wichtigste mit, was wir brauchen für einen Löscheinsatz. Wir schauen dann, wie viele Pakete bringen wir rein, wer bringt mehr rein, wer ist der Lademeister. Ihr müsst dann auch schauen, vom Platz her, wie ihr da drinnen sitzt, wer es angenehm findet. Die Lademeister-Challenge wird hart, glaube ich. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass der Kofferraum von Niki doppelt so groß ist. Weil es sieht irgendwie so aus, als würde da Unmengen mehr reingehen als in den vom T-Roc. Ich bin gespannt. Doch das Gefühl täuscht. Laut Datenblatt liegen beide Autos nahezu gleich auf. In den Cupra gehen nur 5 Liter mehr rein. Jo, wir fangen an. Niki legt mit dem Cupra vor. Wer mehr Equipment plus 4 Feuerwehrleute und Fahrer bequemer in seinem Wagen unterbringt, gewinnt den Punkt. Die Beladezeit spielt dabei keine Rolle. Da geht schon viel rein bei dem Kollegen, muss ich sagen. Wie war denn das früher? Hast du dann auch mal mit angepackt oder warst du immer nur der? Nein, ich bin ja eben auch der Maschinist. Also ich bin der Zuständige vom Fahrzeug, ich war auch der Fahrer. Das ist so wie beim Rennfahren bei dir. Wenn du im Fahrzeug sitzt, wird auch alles gereicht. Und das war das bei mir. Ich habe gesagt, okay, das darf man noch rein, das kommt noch rein. Jetzt habe ich verstanden. Alles klar. Also wirst auch mit zur Feuerwehr, werde Maschinist. Merke ich mir. Soll ich noch so ein bisschen Tetris-Musik anmachen? Du kannst so ganz relaxed, es geht noch ein bisschen was rein. Wir bringen da schon noch mal was, dort schon noch mal ein bisschen was Platz. So Autopacken hat er auch gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Kinder der hat, aber der ist natürlich geübter, weißt du? Wenn ich in Urlaub fahre, schmeiße ich einen Kofferraum und bin weg. Und der muss wahrscheinlich 8 Fahrräder mitnehmen. Und ich gehe aber jetzt nicht mehr zu. Das geht jetzt ganz locker zu. Ohne mich sogar, ohne mich. Jetzt aber, so ein mancher Holländer könnte von mir lernen, wie man sein Auto überhaupt beladet. Also da muss man mal ganz ehrlich sagen, alles top. Jetzt kommt's aber, ihr solltet auch noch mit. Schönen guten Tag, Schelle Mertens mein Name. Ich glaube, Sie sind überladen. Nein, sind wir überhaupt nicht. Wie ist die Lage vorne? Super. Perfekt. Ja? Perfekt. Vorne Hallo. Perfekt. Beifreiheit ist in Ordnung. Ich muss mir jetzt echt was einfallen lassen. Ne? Weil ich, also optisch gesehen, ist der Kofferraum von dem T-Roc auf jeden Fall kleiner. Und der hat natürlich jetzt da alles gegeben, wirklich jeden Millimeter auszureizen. Hä? Ja. Ist das ein Einsatzfahrzeug? Ist auf jeden Fall schnell da. Nehme ich. Von der Geschwindigkeit, ja, definitiv. Wir legen das jetzt alles hier raus. Ja. Und dann schauen wir mal, was übrig bleibt, weil die Hälfte wird übrig bleiben. Ja. Ach Quatsch. Ah ja, ah ja. Wir müssen jetzt hier richtig konzentriert arbeiten. Wir packen zuerst, würde ich sagen, wir packen auf jeden Fall zuerst hier die Schläuche ein. Und dann auf eine Seite. Das sind ja wie Torpedos. Bei der ersten Bremsung hast du diesen Schaumdings. Da müssen die Jungs einen Helm aufhaben. Das ist lebensgefährlich. Niki, wir sind hier im Einsatz. Wir haben für sowas keine Zeit. Auf Einzelschicksale können wir keine Rücksicht nehmen. Schau mal, was die Kollegen noch in den Händen haben. Wenn ich jetzt so mit der kleinen Schaumpatronen darum durch. Es wird kein Platz sein für alles. Wir brauchen jetzt nicht groß rumüberlegen. Es wird der Schelle. Ja. Geh mir nicht auf die Nerven. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 25 Minuten, weil hier jemand immer noch versucht, irgendwas reinzubeginnen, was nicht geht. Ha! Aber ist alles drin. Ha. So, Männer, aufsitzen. Ha. Oh, ja, ja. Du
alles drin, alle aufgesessen hier. Guck mal hier, perfekt, alle. Wir können sofort zum Einsatz fahren. Und was sagt er? Komforttechnisch? Er fährt härter. Das ist gut, oder? Das Problem wird jetzt nur sein, wie komme ich hier raus? Ja. Top. Sollen wir schieben? Druck mich mal einer raus hier. Ich hab gehört, ihr wollt viel besser getestet. Jetzt mal ganz ehrlich, kofferraummäßig waren wir gleich. Jetzt kommt es auf die Feuerwehrleute drauf an. Ich bin gespannt, was die Jungs sagen. Wie war denn das Platzangebot in Cupra gegenüber dem T-Roc? Der Cupra war eindeutig der bequemere. Der Wolfsburger hat ein bisschen weniger Platz. In der Mitte sind beide gleich eng. Mhm. Aber der Cupra ist deutlich besser zum Einsteigen. Vom Ein- und Aufsteigen ist der Cupra ganz klar vorne. Der Punkt von der Beladung geht an mich und den Formentor. Yes! So schaut's aus. Ja, herzlichen Glückwunsch, Niki. Okay. Ich hoffe, das bleibt der einzige Punkt für dich. Jetzt steht es 1:1. Hat der Apparat da eigentlich Allrad? Unser hat auch Allrad und wir kommen überall hin, wo wir hinwollen. Wie unsere Autos eigentlich, genau. Oder? Wir kommen auch überall hin, wo wir hinwollen. Zumindest versuchen wir es und deswegen geht's jetzt ins Offroad-Gelände. Abfahrt. Wie ist das? Machen wir ein Rennen bis da, oder? Nee, ganz normal Straßenverkehr, so wie es gehört. Okay. Wer ein echter Auto-Alleskönner sein will, muss auch abseits befestigter Straßen eine gute Figur machen. Der Offroad-Park am Bilsterberg mit anspruchsvollen Steigungen, Schotter- und Sandpassagen ist die perfekte Spielwiese dafür. Diese Challenge gewinnt derjenige, der im Geländeparcours weiterkommt als sein Konkurrent. Ich bin mir ehrlich gespannt, wenn ich meine Bereifung anschaue, 19 Zöller, dann haben wir circa so viel Gummi nur. Bei dir ist das Gleiche? Bei mir ist das Gleiche in Grün, ja. Ich bin echt gespannt, weil die Reifenwahl ist, glaube ich, nicht so gut für den Parcours, den wir da vor uns haben. Irgendwie das Fahrzeug höher pumpen oder so gibt es auch nicht. Die Böschungswinkel, wenn ich so schaue, sind auch nicht gerade die größten. Also was hier geht, glaube ich, ist sehr wenig. Also ich bin wirklich gespannt, wie gut die Dinger da durchgehen. Die Autos sind mit Reifen für den reinen Straßeneinsatz bestückt. SUV-Besitzer würden aber auch nicht gleich die Räder wechseln, wenn sie mal einen Ausflug in die Wildnis machen. Niki und Jan fahren gemeinsam durch den Parcours. Wer zuerst aufgibt oder stecken bleibt, verliert. Ja, Jan ruft an. Ja, servus. Ah, warten noch mal kurz. Meins hat hier nämlich nicht ganz so umgeschalten. Warten. In diese Frührentner mit der neuen Technik, ne? So, dann schauen wir mal, wer hier irgendwie besser ist als wieder andere. Ich habe immer Angst hier vor den dicken Steinen. Die beißen so gerne in Felgen rein. Das sieht aber sensationell aus, mein Freund. Läuft, ja? Ja. Ah, Krafthammer. Also bis jetzt macht meiner das schon mal ganz hervorragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Sieht auch gut aus. Was ich jetzt so hinten sehe im Spiegel auch. Das sieht schon richtig gut aus, wenn du hinterher fährst, wie der da so über Stock und Stein. Ne? Und ich habe überhaupt gar keine Offroad-Erfahrung. Ich habe immer so ein bisschen geguckt, wo der lang fährt und hatte immer das Gefühl so, easy, okay, gut. Also ich bin immer super gut durchgekommen. Und auch bei diesen ganzen Geschichten so um die Ecke, berghoch und so, da komme ich wunderbar durch. Also ich muss sagen, ich bin echt erstaunt, dass es so gut funktioniert mit dem Gerät. Bis jetzt performen Fahrzeuge und Fahrer besser als gedacht. Doch der absolute Härtetest steht noch aus. Die Klippe der Angst. Eine 100%ige Steigung. Nichts für Weicheier. Wer wird sie meistern? Ja. Ja, 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 das geht. Scheiße, das heißt, ich muss da jetzt auch hochfahren, ne? Jetzt fährt der Wahnsinnige da wieder runter. Toll, dann muss ich das auch machen gleich. Super, freue ich mich drauf. Es ist wirklich unglaublich. Du hängst da, wenn es so runtergeht, du hängst da schon wirklich schön die Gurte drin. Und dann macht es Elektronik das, regelt das. Aber eben ganz ehrlich, also, das ist echt eine heiße Nummer. Nein, hoffentlich geht's auf der Seite. Fuck, das wäre jetzt der Wahnsinn. An das habe ich gar nicht gedacht. Das darf nicht wahr sein. Das wird eng. Ja, es geht, 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 geht.
Aber um, also wirklich Schamhaaresbreite. Was bin ich für ein Trottel, hä? Als du hochgefahren bist, das war hier. Schön, ich freue mich schon darauf, jetzt auch da hochzufahren und wieder runter. Juhu! Scheiße, ich habe ja echt gehofft, der schafft das nicht, ne? Wenn Jan mit dem T-Rock an der Steigung scheitert, bekommt Niki den Punkt. Jetzt geht es erst einmal darum, schafft der Jan das vom Böschungswinkel her? Jan, ich denke, das ist das gleiche wie bei mir. Hey, super. So eine Scheiße. Ich freue mich schon. Scheiße. Wie jetzt? Also, du findest es nicht geil? Ist mir scheißegal. Ich mache alles, um die Challenge zu gewinnen. Das war gar nicht so, das war entspannt eigentlich, muss ich sagen. Sobald sich der T-Rock stark nach vorne neigt, aktiviert sich die Bergabfahrhilfe. Sie bremst den Wagen selbstständig ab und verhindert so, dass er unkontrolliert den Hang hinunterschießt. Boah, das ist irgendwie ein Scheißgefühl, hier runterzufahren. Das sag ich euch mal ganz ehrlich, ey. Oh, verdammte Scheiße. Vor allem, ich stehe jetzt hier und ich sehe da unten nichts, ne? Jetzt, wenn er über die Kuppe kommt, und dann eben hier das ganze Gewicht nach unten schiebt, dann wird es halt wirklich unangenehm. Fuck. Vor allem, ich habe eben schon gemerkt, wie wenig Grip der Eimer einfach hat. Weißt du, beim Hochfahren. Wahrscheinlich hat er genauso wenig Grip beim Runterfahren. Oh, fuck. Also, wenn ihr irgendwo die Chance habt, mal zu machen, ne, macht das. What? Alter Vater, ey. Geil, ey. Geil, oder? Das jetzt noch mal. Selten, wenn man so langsam fährt, so viel Spaß gehabt, wenn man es schafft. Oder? Oh, Scheiße. Ja, ist genauso. Ach, herrlich, ey. Wenn du ja mit so einem Auto normalerweise einfach nur auf der Straße rumrollst, du siehst den mal vor irgendeinem Kindergarten stehen und irgendeine Mutti setzt das Kind da rein und fährt nach Hause. Und du kannst einfach solche Sachen machen. Du kannst einfach so 100% Steigung berghoch fahren. Ja, oder auch oben das Gelände. Das ist schon geil. Sind wir zufrieden, dass wir es beide gemeistert haben? Wir leben noch. Die Reifen sind noch ganz voll. Die brauchen wir noch für die Rennstrecke. Genau. Ganz wichtig. Ganz genau. Und von dem her würde ich sagen, jeder einen Punkt, ein Unentschieden. Alles klar? Ja, okay. Jetzt steht es 2:2. Jan, Offroad ist Geschichte. Und jetzt sind wir auf der Rennstrecke. Ich freue mich schon drauf. Schnelle Runde. Ja. Ja. Aber später erst mal, Freund. Jetzt gucken wir erst mal, wer das schönere Auto von uns hat. Genau, dabei, was? Instagram? Insta-Challenge. Das ist so. Aha. Ja. 76%. Yes, das ist eindeutig. Das ist eindeutig. Ich meine, ist aber auch ein scheiß Foto, ne? Muss man mal dazu sagen. Das ist doch ein scheiß Foto. Ja, das Auto ist so, wie es drauf ist. Das geht ja nicht bloß ums Foto. Wir haben doch die Autos rundherum gezeigt. Du hast die Kamera geführt. Dein Fehler, dein Problem. So schaut es mir aus. Scheiße, du hast quasi nichts gemacht. Aber hast trotzdem gewonnen. Der T-Rock ist designtechnisch aus meiner Sicht so ein Klassiker. Es ist natürlich kein neuer Kracher. Und da war mir von vornherein klar, das könnte eine ganz enge Geschichte werden, weil der Cupra sieht leider gut aus. Also, dass es so deutlich wird, das hätte ich mir nicht gedacht. 76%. Hey, das ist eine Ansage, das ist zerstört, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist zerstört. Das ist ein satter, dicker Punkt. 3:2 für den Vormentor. Aber bei der schnellen Runde gibt es 2 Punkte. Das bedeutet, du hast sogar noch die Chance, mich zu überholen. Ja, jetzt fängt an zu regnen so ein bisschen. Genau, und dann fängst du an und fährst mal die Strecke trocken, würde ich sagen. Ne? Nee, du fängst an. Das ist ja hier. Ja, weil du kennst dich hier viel besser aus als ich und ich fahre dann bei dir mit und kann ein bisschen gucken. Ich bin 600 Kilometer von meiner Heimat weg und soll deswegen anfangen. Was soll denn das jetzt wieder? Wir können ja Schnick, Schnack, Schnuck machen. Schnack, Schnick, Schnuck? Ja. Okay, also wie macht man das? Schnick, Schnack, Schnuck. Also ich schneide deinen Stein auseinander. Ja, ja. Komm, steig ein jetzt. Abfahren. Also dass ich bei Schnick, Schnack, Schnuck immer verliere. Der Bilsterberg ist eine kleine, super technische Rennstrecke, extrem schwer zu lernen. Es gibt mit Sicherheit 3 Linien, die schnell sind, vielleicht sogar 4. Also da muss man wirklich auch gucken, was passt für einen am besten. Und das ist einfach die Kunst. Also da in ganz kurzer Zeit auf eine schnelle Runde zu kommen mit einem Gegner wie Niki. Das wird auf jeden Fall schwierig.
Unsere Fahrzeuge haben ja Straßenreifen drauf. Wir können vielleicht zwei, drei Runden fahren, dann geht der Reifen schon in die Knie. Wir können es uns kurz anschauen und dann muss es wirklich schon passen bei der ersten Runde, dass wir halt wirklich die Top-Zeit fahren. Er hat mich ja abgeledert beim Drag Race. Von dem her geht der VW ein bisschen besser, aber für mich schaut der Cupra eigentlich sportlich aus. Also von dem her glaube ich und hoffe, dass wir wirklich auf Augenhöhe sind vom Fahrzeug. Kurzes Einfahren, dann fliegender Start. Boah, der Schelle, hey. So, vollen Speed mehr mit, dann schauen wir, was hier geht. Ganze Strecke ausnutzen. Jetzt bin ich aber schön gefahren. Ja, das war geil jetzt. Ja, das war gut. Rennfahrer Jan fällt aber auch jeder noch so kleine Fehler auf. Guter alte Doppelbremspunkt. Schön. Dieser Arschkopf, der merkt alles. So einen will ich nie mitnehmen, der wohl alles besser weiß als ich. Ja, herrlich. Aber du lässt so schön gehen hier. Herrlich, ey. Ah, Schaltpunkt nicht getroffen. Diese Mausefalle, ne, das finde ich überhaupt nicht witzig hier, muss ich ja mal ehrlicherweise sagen. Ne? Ah. Ui, jetzt kommen wir weit raus. Alter, schön. Das war geil. Das erste Lob. Ich flipp aus. Ah. Weiter rein, du Arschkarre. Schelle, du bist viel zu aggro. Was ist denn los, Junge? Wow, fuck! Was ist merkt auf die Körbs? Der bremst gar nicht. Das ist ungeil. Das ist, ja, komplett das ist ungeil. Ungeil als Beifahrer. Boah, gute Zeit noch. Ja, 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 los, ihr Pferdchen, auf geht's. Machen, Attacke. 208. Das war meine schnelle Runde. Was ist denn jetzt? Ein bisschen mitgenommen bin ich schon. Naja, es war etwas anders, aber es war flüssig, oder? Also ich bin jetzt einmal ehrlich gespannt, weil es ist ja immer so, generell fahre ich heiß ein bisschen wilder als die anderen. Ich bin jetzt ja echt gespannt, was so der Rennfahrer hinzaubert. Der Cupra hat einen etwas längeren Radstand. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen geguckt. Er hat eine extrem gute Bremse. Ich denke, die ist deutlich besser als die vom T-Roc. Niki kennt sich hier aus. Wird eine schwierige Geschichte. So, dann gucken wir jetzt mal. Also erschreck dich nicht. Ich weiß nicht, wo lang geht. Ne? Das ist sehr schön zu wissen. Hier und da könnte er vielleicht ein bisschen brenzlig werden. Wenn man es jetzt wirklich so anschaut, er fährt ganz anders da als der kleine Nikolaus. Und jetzt schauen wir mal, was er. Ah, er bremst hier ja wesentlich gerader ran. Und er bremst sehr schön. Aber das Scheibenwischerlenken hat er immer noch so ein bisschen drin. War natürlich wesentlich schöner, enger. Das ist ein ähnlicher Trick wie dein Doppelbremspunkt. Kurze Wege. Das wäre interessant. Wenn wir das Ganze übereinander legen könnten, weil wir nutzen wirklich komplett andere Streckenarten. Hey, Nabend! Abend hier, das Heck ist auch schon da. Raritara, das Heck ist da, das Heck ist da. Ah, diese Mausefalle hier, das ist ja auch nicht meine Ecke, ne? Penetrant. Jawohl. Fährt auf jeden Fall schneller, er hat die Curbs besser genutzt als meine wie. Das ist schon anstrengend auch, ne? Ja, das hat dann schon viel Schönes. Ich hätte nichts dagegen, wenn die Zeit etwas schneller laufen würde. Aber man muss auch sehen. Oh, geil. Hast du gesehen? Geil, oder? Das ist was sehr geil. So. Nein, 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 er wird schneller sein. Na. Okay, das war eine 206. Zwei, das ist 1,8 Sekunden schneller als ich. Bravo! Danke! Bravo! Bravo! Ach, Niki. Nee.
nein! Ihr seht ein Strahlen, aber leider nicht auf meinem Gesicht. Auf meinem. Genau, der Jan hat mich zerstört. 1,8 Sekunden, das ist eine Welt. Das ist wirklich eine Welt, was er mir aufgezimmert hat. Da, wo bei mir einfach der Spaßfaktor ein bisschen kommt, da noch das Auto ein bisschen querstehen lassen oder sowas. Und er fährt genau Bremspunkt einlenken und dann wirklich, denke ich mal, zeitweise ist die Geschwindigkeit langsamer von ihm. Und da bin ich einen Ticken schneller, aber hinten raus eben auf der Geraden nimmt einfach mehr Speed mit. Und dann geht sowas in Ordnung. Da hat aber Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, guter Beifahrer auch. Guter Beifahrer. Ich habe gedacht, da kommen mehr dumme Sprüche. Aber es hat sich in Grenzen. Ich war ja fasziniert, weil ich gesehen habe, du fährst ganz anders als ich. Ich nütze die Straße an andere Stellen, wie es du nützt. Egal, nichtsdestotrotz. Man weiß es nicht. Wir brauchen nicht groß reden. Für die Königsdisziplin gab es 2 Punkte. Vor der letzten Challenge war ich noch vorne. Und wie steht's jetzt? Endstand 4:3 für den T-Roc. Und somit ist der Jan der Sieger. Meine Gratulation. Danke, Niki. Hat Spaß gemacht. Das ist mein Platzhirsch, wohl die bessere Allzweckwaffe. Ich komme wieder mal auf dich zurück, irgendwann mal wieder, im nächsten Leben. Taschentücher oder so. Sind in der Mittelkonsole, ne? Ja, ja. Ja, alles klar. Ich fahre hier, leck mich am Arsch.